Mich stört sehr massiv, dass so massiv für die Impfung geworben wird. Das macht mich misstrauisch. Sind Sie selber geimpft? Nein, ich bin aus medizinischen Gründen nicht geimpft und werde mich aber möglicherweise auch gar nicht mehr impfen lassen. Und jetzt müssen wir mit Maske laufen für ein Virus, was meiner Meinung nach nicht existiert. Es ist noch nie isoliert worden. Und es ist in anderen Ländern nachgewiesen, die können es nicht isolieren, weil es das nicht gibt. Wenn der Staat einmal anfängt mit teilweise falschen, unrichtigen, grob vereinfachenden Zahlen die Bevölkerung unter Druck zu setzen und das durchsetzt, dann haben wir keinen Staat, dann haben wir eine Diktatur. Also ich sag mal so, bei einer Pandemie, die man nur erfährt, wenn man getestet ist, die man so nicht sehen und nicht spüren kann oder sonst irgendwas. An Grippe sterben auch jährlich Tausende von Menschen. Das war vor Corona so, das wird nach Corona sein. Ich habe das selber im Freundeskreis jetzt miterlebt. Ein junger Mann ist daran gestorben, weil er sich hat boostern lassen. Ne, eine Freundin, die sitzt jetzt zu Hause, die ist überhaupt nicht mehr arbeitsfähig. Die hat neurologische Ausfälle nach der Boosterimpfung. Direkt nach der Boosterimpfung. Und das Tolle ist, die gelten dann immer noch als ungeimpft, ja? Das ist doch ein Witz. Wenn ich die Impfung im Arm habe, sofern es überhaupt eine Impfung ist, ich sag mal die Genmanipulation, wenn ich die im Arm habe, dann erst 14 Tage später gelte ich als Geimpfte. Wir sind heute hier, wir demonstrieren gegen die Corona-LeugnerInnen, gegen die SchwurblerInnen, gegen die ImpfgegnerInnen, die jede Woche Samstag hier aufrufen zu einer Mahnwache. Und wir wollen uns ihnen entgegenstellen, wir wollen zeigen, dass wir einen ganz anderen Begriff von Freiheit benötigen und einen solidarischen. Und wir möchten darauf aufmerksam machen, dass das, was die in die Welt reinschwurbeln, nicht unwidersprochen stehen bleibt. Ich glaube, das liegt daran, dass wir hier unter diesem Titel gegen Impfen für Freiheitsrechte ganz viele Leute mobilisieren, die aber nur unter einem Nein zusammenkommen. Das ist wirklich Nihilismus. Sie sagen, ich will das einfach nicht, mir gefällt das nicht. Sie stellen dann auch ihr Ego leider absolut und vergessen, dass wir eine Gemeinschaft sind, wo auch Solidarität gefragt ist. Und da findet sich ganz viel. Leute, die mit diesem Staat nicht zufrieden sind, Leute, die nur gegen Impfen sind, die aus ideologischen Gründen zum Teil generelle Impfgegner sind, aber auch solche, die Rechtsextreme sind und das benutzen. Das heißt, alle möglichen Leute instrumentalisieren dieses Thema, um so zusammenzufinden. Das ist so eine Art Projektionsfläche für die Unzufriedenen und Protestierenden. Nur das ist eben kein Protest für etwas, für eine bessere Gesellschaft, sondern es ist ein reines Dagegen. Und das ist leider das Gefährliche daran und ermöglicht, dass so unterschiedliche Leute dabei sind. Ja, irgendwie leugnen wir ja ständig alles und deshalb sind wir dann automatisch Nazis. Deshalb hätte ich die ja heute ja mal gesehen. Verflixt, keiner da. Wenn ihr einen seht, bitte sagt mir Bescheid, ich möchte den Typen mal anfassen. So viele Leute von meiner Seite. Ja, und dann freue ich mich auf jeden Fall darauf, dass die Politiker früher oder später dafür bezahlen werden. Die werden bezahlen. So, wenn hier Leute sind, die eine Meinung haben, die Sie nicht vertreten, die ich nicht vertrete, oder eine ganz andere Meinung, bitteschön, sollen Sie. In diesem Punkt sind wir uns einig. Das verstehe ich jetzt nicht. Woher soll ich denn jetzt wissen, welcher jetzt davon rechtsextrem sein sollte oder welcher nicht? Welcher Mensch? Können Sie das anhand jetzt irgendwie sehen, wenn Sie mich jetzt angucken, ob ich das bin oder nicht? Außerdem, wie können Sie vorwerfen, dass hier jemand rechtsextrem ist? Das mag ja sein, aber jeder kann auch Dieb sein. Meine Position, unsere Position, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dass ich mich jeden frage, was er für eine politische Meinung zu anderen Themen hat. Punkt. Wenn hier jemand rumläuft, der sagt, ich finde Atomkraftwerke geil, dann sage ich nicht, aber von dem muss ich jetzt fernbleiben, weil ich habe eine andere Meinung. Man kann doch nicht Atomkraft mit der Leugnung des Holocaustes vergleichen, da sind wir uns doch einig. Aber doch nicht jeden hier, ob ein Holocaust leugnet. Aber finden Sie, das ist gut für so eine Demonstration, dass solche Leute mit Ihnen in einer Reihe stehen? Ich finde es auch nicht gut, dass hier Kinderficker rumlaufen. Werden wahrscheinlich statistisch gesehen welche sein. So, Punkt.
Ich kann das nicht ausschließen, ich weiß es nicht. Ich kann nicht jedem in den Kopf reingucken. Viel wichtiger ist doch die Frage, warum sind die meisten Leute hier? Weil ihnen irgendwas stinkt in diesem Staat. Und zwar möglicherweise sind das auch die Reichsbürger, die ihnen stinken, oder die Linksextremisten. Aber der entscheidende Punkt ist, dass das Grundgesetz hier nicht mehr beachtet wird. Und die Impfpflicht, die ansteht, ist ein Zeichen, dass irgendwas nicht mehr stimmt mit unserer Justiz. Wo ist der Punkt gekommen, dass Sie dieses Vertrauen in die Politik verloren haben, wenn Sie sagen, das Vertrauen ist gerade schwer wiederherzustellen? Das war schon viel früher. Das war schon bei Frau Merkel. Da ist mein Vertrauen schon. Deutschland geht kontinuierlich bergab. Ja, und jetzt kommen die mit sowas, mit einer Impfpflicht, was soll das? Das ist genau das, was die Dame gerade sagte. Das ist unsere Entscheidung, ob wir uns impfen lassen wollen oder nicht. Wieso Zwang? Und außerdem, wenn es wirklich so gefährlich wäre, dieser Virus, ja, dann würde es für diese Maulkörbe, die wir tragen müssen, würde es besondere Behälter geben zum Entsorgen, weil die ja voller gefährlicher Viren sind. Da habe ich schon in der Stadt angerufen, habe gesagt, räumt weg. Denn leider besteht die Gruppe, die sich dort drüben trifft, nicht nur aus Menschen, die eben ihre individuellen Probleme mit Masken oder dem Impfen in den Vordergrund stellen. Liest man in ihren Telegram-Kanälen, findet man dort auch Beiträge, die den Holocaust verharmlosen, sowie offen antisemitische Beiträge. Es tummeln sich neben Querdenkerinnen auch erklärte Nazis und Reichsbürger in den Kanälen. Auch die abstrusesten Verschwörungstheorien werden dort gepostet. Und alles wird unwidersprochen hingenommen. Ja, wir haben, was die nebenan sagen, ja, wir haben einige Zitate aufgeschrieben auf unseren Schildern, die wir hier hochhalten. Das sind zum Teil Verschwörungsinhalte, das sind antisemitische Inhalte, das sind Inhalte, die den Holocaust, die Shoah leugnen. Das sind Leute, die sich jetzt zu den neuen Juden und WiderstandskämpferInnen stilisieren. Sie nutzen also alte Stereotype und wenden sie auf sich an. Sie fühlen sich als die Ausgegrenzten und die neuen Juden. Und das können wir natürlich nicht so stehen lassen. Wir befinden uns nicht in einer Diktatur. Und die da drüben sind nicht Sophie Scholl. Wir haben jetzt hier in Wuppertal wieder Bändchen. Wie cool! Also jetzt, wenn du den Impfausweis nicht immer zeigen willst, den QR-Code und den ganzen Völlefanz, den du zeigen musst, da ist jetzt ein Band. Ich hätte das gerne mit einem Sternchen. Dann fühle ich mich auch wieder so richtig heimisch. Ich bin hier, um mein Gesicht zu zeigen. Freiheit, keine Diktatur. Dafür sind wir hier. Wir müssen uns ja maskieren, wir dürfen ja kein Gesicht zeigen. Ich trage keine Maske, ich zeige mein Gesicht. Ich habe Menschenrechte. Und wenn ihr mich dafür prügelt, schlagt, verurteilt oder ausschimpft, ist mir das egal. Soll der Staat dann nicht handeln mit einer Krankheit, mit der er nicht... Genau. Gucken Sie sich da an, was 1933 war. Da ist auch gehandelt worden. Was war denn mit der Schweinegrippe, die angeblich so gefährlich war? Nach diesen Spritzen haben die Leute Narkolepsie. Ja, viele, viele Menschen haben Narkolepsie bekommen. Und jetzt kommen die wieder mit so einem Scheiß. Wer hat denn das Grundgesetz gemacht? Wer hat denn diese ganzen wunderbaren Artikel gemacht? Jemand, der darunter gelitten hat. Und wenn ich die hochhalten will, dann bin ich auf einmal ein Nazi. Grundgesetz, schon mal gesehen? Kennt ihr das? Schon mal drin gelesen? Da ist so sinngemäß erklärt, was du darfst und was nicht. Also so eine kleine Substanz zumindest. War mal was wert. Nur wenn ich mir diese Corona-Geschichte hier anschaue, dass die Menschen nicht die freie Entscheidung haben, sich impfen zu lassen oder nicht, dann kannst du mit dem Grundgesetz das machen. Es ist nichts mehr wert. Was meinen Sie damit, 1933 wird schon mal gehandelt? Das würde ich gerne nachvollziehen, was Sie damit meinen. Ja, was war denn da? Da mussten die Leute auch Maske tragen und angeblich gab es da eine Erkrankung mit Viren und all so ein Mist. Und was ist dann passiert?
Was ist da passiert? Das wissen Sie doch besser als ich. Wenn du sagst, ja, es gibt hier ja auch Rechte und so weiter. Es gibt auch Rechte bei der Polizei, es gibt auch Rechte bei der Feuerwehr, es gibt auch Rechte, was weiß ich, im Schwimmverein, im Turnverein, es gibt überall welche. Das heißt aber doch überhaupt nicht, dass die Leute hier sind, um irgendwie eine rechte Gesinnung zu verbreiten. Wir sind hier, weil wir uns sehr viele Menschen, oder die meisten Menschen hier haben sich sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Ja? Und was wurde da 1945 beendet? Frage ich Sie jetzt. Was wurde 1945 beendet? Ja, aber Sie können doch nicht den Krieg. Ne? Richtig? Und ich fühle mich gerade im Krieg. Gibt es die Demokratie in diesem Land noch? Nein. Sie ist keine, es gibt die Demokratie nicht. Nein, mittlerweile ja nicht mehr. Wird ja aufgehebelt. Ist eine gute Frage, ob sie hier noch gibt. Und gibt es noch eine freie Meinungsäußerung? Nein. Ich äußere meine Meinung frei und ich lasse mich dafür auch gerne anfallen. Doch, es gibt eine freie Meinungsäußerung. Nee, darf man ja nicht. Ich tue es zwar, aber eigentlich darf man es nicht. Wenn Sie zum Beispiel irgendwo im Internet sind und irgendwie eine Meinung kundtun, wird er zensiert. Nur auf Telegram nicht. Nur auf Telegram nicht, ja. Aber auf Facebook wird ja alles zensiert. Sie haben keine Meinungsfreiheit mehr. Aber Sie stehen doch gerade zu Hunderten draußen und können Ihre Meinung kundtun. Ja, jetzt bei Ihnen, klar. Aber da sollte ich mal über einen Lautsprecher machen, mich hier hinstellen, über ein Megafon reden. Da wollen wir dann mal gucken. Wie aber das passiert doch gerade da vorne, ungefähr 8 Meter weiter von uns. Wenn wir ehrlich sind, haben wir viel selbst verbockt, aus meiner Sicht. Weil so früh gesagt wurde, es gibt niemals eine Impfpflicht, holt uns das jetzt ein. Das macht ja diejenigen, die demonstrieren gegen Impfen, stark, weil die sagen, ihr habt euer Versprechen gebrochen. Es zeigt aber die jetzige Situation, dass wir zumindest wohl begrenzte Impfpflicht für Berufsgruppen und womöglich auch eine allgemeine Impfpflicht brauchen, aber wir müssen das im Parlament diskutieren. Das halte ich für zwingend. Und wir müssen sagen, wenn wir uns dann entscheiden sollten, eine einzuführen, wir haben uns vorher getäuscht. Und wir haben unsere Meinung geändert und wir müssen das auch offen eingestehen. Das ist ganz wichtig. Wir können nicht erst dagegen argumentieren und jetzt dafür, ohne das zu begründen.